Angelo Girinzi und Luca Götz von den Sable Dancers, ein Sieg gegen Gerzensee, 10-4. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben das Spiel gesehen. Wir haben nicht so gut gespielt heute, gell? Aber wir haben Goal geschossen und wir haben mehr gemacht als Gerzensee. Und ich muss sagen, großes Kompliment an Gerzensee. Die Jungs, die machen das super. Die werden immer wieder besser und da haben wir Freude. Gell? 3 Punkte. 3 Punkte. Das, was wir brauchen im Moment. Ich als Präsident der Sable Dancers ist es auch ein spezielles Berner Derby gegen eine regionale Konkurrenz zu spielen. Ja, das sind ja nicht Konkurrenz, das sind fast Freunde. Und darum, aber wir haben Freude, wenn sie gut sind, aber wir haben auch Freude, wenn sie gewinnen. Jetzt fehlt noch ein Sieg, um sich definitiv qualifizieren für Playoffs, für Meister-Playoffs in Basel. Allerdings wirst du dann fehlen, Angelo Girinzi, wirst in Moskau sein. Wie siehst du da die Chancen? Ja, zuerst mal freue ich mich, dass ich auf Moskau gehen kann mit der Nazi. Wir haben uns qualifiziert, das ist nicht super. Aber die Sable Dancers werden das locker schaffen. Also es braucht nicht einmal einen Sieg, es braucht ein Böhnli, um weiterzukommen. Und das denke ich eben schon, oder? Wir wollen 2 Siegen, oder? Ja, sicher. Wir haben 2 Spiele und wir wollen noch 6 Punkte. Jetzt ist die Liga zum ersten Mal hier in Neuchâtel, direkt am See und gleichzeitig auch direkt in der Stadt. Wie gefällt euch die Location da? Die Location ist super, der See ist immer, wenn es am See ist, ist schön. Es ist ein bisschen windig halt heute, aber das ist perfekt. Super, einfach genial.